Hallo, willkommen zu meinem ersten Sims-Bau-Video. Ich habe schon ewig überlegt, ob ich das machen soll, aber ich liebe es halt einfach so sehr, bei Sims Häuser zu bauen. Ich spiele eigentlich gar nicht wirklich, ich baue eigentlich immer nur. Und deshalb dachte ich mir, ich teile jetzt mal so meine Kreation mit euch und zeige euch, wie ich das gemacht habe. Und erzähle euch dazu ein bisschen was. Ich habe jetzt zuerst einmal ein Haus im Stil von ja, so New Orleans Häusern gemacht, weil ich die echt super schön finde. Und ja, ich baue ganz oft solche Häuser in dem Stil. Ich würde da echt gerne mal hin und die ganzen Häuser fotografieren, weil ich es echt schön finde. Ja, auf jeden Fall, in diesem ersten Video geht es um die Grundzüge, also so den Grundriss, sage ich mal, um das Äußere im ja, Groben. Und ja, ich will halt in dieser kleinen Straße, sage ich mal, komplett alles so in dem Stil machen. Hab dann auch andere Straßen, wo ich dann Häuser in anderen Stilen mache. Und ja, das Haus wird jetzt so, ja, ein mittelgroßes Haus, würde ich mal sagen, für eine Familie mit einer Tochter. Die ist schon Teenager, die werdet ihr nachher, also nicht nachher, die werdet ihr am Ende von den Videos dann auch mal sehen. Und ja. Das Haus wird so ganz normal Wohnzimmer, Küche und alles haben. Und eben ein Schlafzimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank und einem dazugehörigen Bad. Und einmal das Zimmer von der Teenager-Tochter. Die Familie ist noch so ein bisschen, also die Eltern sind so im 50-Style, die wurden da geboren und ja, mögen halt auch diesen 50-Style sehr gerne und dementsprechend werde ich später auch die Wohnung einrichten. Aber jetzt erstmal geht es eben um das Äußere. Das ist halt, ja, was da besonders so hervorsticht, finde ich, sind die Balkone vorne und hinten. Das finde ich halt echt schön, dass das so eben mit den Säulen und so. Ja, und das habe ich eben vorne und hinten gemacht. Ich habe mir für das Haus, für das Äußere eine Vorlage gemacht. Ich habe einfach bei Google eben gesucht nach, ja, nach Häuser. Was habe ich denn eingegeben? New Orleans Haus oder so. Und dann kamen direkt voll viele schöne Bilder und ich nehme das dann immer so als so kleine Inspiration. Ich gucke, wie weit kann ich das nachbauen. Und man hat ja dann nicht immer von allen Seiten Fotos und vor allem hat man dann nicht innen irgendwie die Grundrisse. Da baue ich dann so weiter, wie ich finde, wie es dazu passt und ja, gucke dann eben, was kriege ich davon umgesetzt und wie kann ich es vielleicht noch schöner machen oder manchmal ja, baue ich halt auch so zwei Häuser in einem, also ich nehme dann von dem einen ein paar Ideen, von dem anderen. Und jetzt seht ihr, wie ich in die Wände ziehe. Ich brauche da mal ein bisschen, um zu überlegen, wie das jetzt am besten aufgeteilt werden kann. Das auch überall, weil ich habe ja relativ viele Fenster bei diesem Haus, also eigentlich fast überall Fenster. Da muss man dann eben auch gucken, wie das mit den Wänden passt, dass überall ja, Licht reinkommt und dass die Fenster nicht durch die Wände irgendwie geteilt werden oder so. Ja, die Tochter kriegt links dieses Zimmer, da hat sie noch einen Balkon dazu und rechts wird halt so der Bereich von den Eltern, die haben ein bisschen mehr. Halt wie gesagt mit dem begehbaren Kleiderschrank. Ich finde schade, dass es irgendwie noch gar nicht so viel ja, Custom Content gibt, also Sachen, die die Fans gemacht haben, die man dann runterladen kann. Da hoffe ich halt, dass es noch so wird wie bei Sims 2. Ich habe halt Sims 2 immer geliebt und da so viel gebaut. Ich habe mir Sims 3 auch gar nicht geholt, weil ich das jetzt irgendwie nicht so toll fand. Und habe halt bis vor kurzem immer noch Sims 2 gebaut. Und da gab es halt so viele Sachen, die man runterladen konnte und so viele tolle Dinge. Ja, aber mal schauen, das wird bestimmt noch. So, das war jetzt auch schon das Äußere, der Grundriss und das grobe Äußere. Im nächsten geht es dann weiter mit dem Inneren und im letzten Video werde ich euch dann noch den Garten zeigen und das Endergebnis. Bis zum nächsten Video. Tschüss!